Für das Projekt Leinewelle gibt es einen neuen Standort. Statt vor dem Landtag soll der Surfspot nun vor dem Restaurant bei Mario an der Schlossstraße entstehen. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Stefan Schostock und Stadtbaurat Uwe Bodemann stellten die Initiatoren des Projektes am Dienstag das neue Konzept für die Leinewelle vor. Leinewelle ist jetzt sehr realistisch geworden. Es wird sicherlich trotzdem noch viele Diskussionen geben und das Projekt muss natürlich auch noch liefern. Alle Pläne, alle Gutachten, die noch beigebracht werden müssen. Es wird noch viele Gespräche geben müssen. Wir erwarten jetzt einfach bis Sommer kommenden Jahres eine komplette Planung und auch eine entsprechende Finanzierung. Und ich bin mir sicher, das wird noch ungefähr 2 Jahre mindestens dauern, bis die Leinewelle dann realisiert ist. Am neuen Standort ist die engste Stelle der Leine. Hier solle ohne große bauliche Verengung die höchste Strömungsgeschwindigkeit möglich sein. Außerdem gäbe es bessere Parkmöglichkeiten und auch Platz für ein WC. Auch in Sachen Haftung bietet der neue Standort Vorteile. Durch die vorhandenen Zäune seien Unbeteiligte nicht gefährdet. Zur besseren Aufsicht seien feste Surfzeiten geplant. Da die Welle nur temporär im Betrieb sein soll, sei keine weitere Umzäunung nötig. Auch eine Durchgängigkeit für Fische nach EU-Recht sei so garantiert. Zu den genauen Kosten konnten die Initiatoren der Leinewelle sich jedoch noch nicht äußern. Es ist baulich wesentlich weniger Aufwand als die erste Idee und technisch etwas komplizierter. Insofern glauben wir, dass es sich mindestens die Waage hält, aber die Vermutung liegt nahe, dass es einfacher und günstiger wird. Einen detaillierten Kostenplan soll es im Frühjahr 2016 geben. Im Sommer hatten sich SPD und Grüne im Rat für die Leinewelle stark gemacht, aber auch betont, dass für das Projekt kein Geld der Stadt fließen soll.